Hast du deine Maske da? Ja. Hast du deine Maske da? Ja. Ja. Ja und nein. Leg mal die Maske. Ja, kannst du gerade da oben anlassen. Lass ihn mal den Brief. Du kannst dich gerade hier oben. Da oben ja, genau. Ja, also ich finde es ein Vorzeit, auf Deutsch gesagt. Es ist wieder mal Herbst. Aber das sieht richtig verschissen aus. Das ist doch ein Hohn, das ist ein Ohrfeige. Buhmann ist zurück. Mitten im Corona-Zeitalter. Und der Restauranttester ist wieder so richtig gut drauf. Heiliger Wimbam. Du hör mal, Matthias. Ja. Also, das beeindruckt mich unglaublich, was da steht. Dankeschön. Danke. Da hat sich der Wirt zu früh bedankt. Ja. Leg mal die Maske. Ja, kannst du gerade hier oben anlassen. Lass ihn mal den Brief. Kannst du gerade hier oben anlassen? Ja, genau. Was siehst du jetzt? Nichts. Nichts? Ja. Okay. Bist du blind? Genau. Okay, kannst du wieder runterlassen. Aber wieso? Hast du das schon mal gehört? Betriebsblindheit. Klingt komisch, ist aber so. Capito? Ja. Kurze Zeit später ist es soweit. Der Dreh im vergangenen Corona-Herbst macht auch dem Buhmann einen Strich durch die Rechnung. Hoppla! Wegen Covid geschlossen. Doch der Restauranttester kennt einen Trick. Buhmann Daniel vor geschlossener Tür. Guten Tag. Ja, geschlossen, ja. Ja, geschlossen, das sehe ich. Ich bin überrascht. Bist du überrascht? Du wohnst an der Nähe, willst du nicht schnell vorbeikommen? Ja, sicher kann ich machen, ja, ich habe keine Zeit. Bingo. Ja, das ist gut, dann mach dich da weg. In ein paar Minuten da, hä? Gut. Das war magnifik. Buhmann ist drin, doch es gibt Bad News. Die Teamzuwoch ist noch weniger geworden. Der Mittag ist auch nicht mehr gelaufen. Was? Ist das euer Ernst? Aber nicht ich bin schuld. Nein, das ist mein... Ah, hey, ja, super, oder? Mit dieser Corona-Situation. Ja, dieses Corona nimmt uns allen den Buhmann und Zürich den Böck weg. Dass man den Böck ausgerechnet auf der Teufelsbrücke verbrennt, hat zum einen logistische Gründe. Die Zuschauer sind einfach fernzuhalten. Die Thurner Polizei sperrt während des Anlasses einfach die Strasse. Zum Schluss noch dies. Was machen wir, wenn sie jetzt wieder klopft? Springen sie davon? Komm, wir hauen ab. Komm, wir verneuen. Nein, hauen wir ab. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika.